Die Busanbindung Richtung Postweier sei nicht optimal, bekamen die CSU-Politiker beim Feierabendseidel im Neuwohnbaugebiet am Postweier zu hören. Dass halt mehr Busverbindungen, also praktisch mehr Buszeiten existieren und vor allem dann mit den Schulbussen, dass die regelmäßiger gehen und nicht, dass halt dann Busse einfach dann hier durchfahren durch Speckmannshof und die Kinder überhaupt nicht rauslassen. Hier müsse schnell reagiert werden, zumal das neue Schuljahr in wenigen Wochen beginnt. Es ist ein generelles Problem, dass zu den Spitzenzeiten, wenn die Schüler in der Früh in die Stadt müssen und mittags wieder nach Hause, die Buskapazitäten erschöpft sind. Wir haben zum Teil Möglichkeiten für Verstärkerbusse. Und gerade in dem Umfeld hier könnte ich mir vorstellen, dass wir versuchen, Busse, die bisher eigentlich vorbeifahren, trotzdem anhalten. Und dass wir dann vielleicht sogar ohne zusätzlichen Bus auskommen und den Schülern einen zusätzlichen Verstärker anbieten können, sodass sie dann vielleicht 10 Minuten später, aber trotzdem sicher nach Hause kommen. Auch um die Sicherheit waren einige Anwohner besorgt. Gefahren bestünden, wenn bei der Bushaltestelle zu schnell gefahren werde. Es ist halt so, dass diverse LKWs relativ schnell durch die Ortschaft Speckmannshof fahren. Ja, die Kinder, die also vom Schulbus dann nach Hause kommen oder sowas, müssen die Straße überqueren. Und das ist natürlich schon ein Thema, wenn da so ein 40-Tonner da mit hoher Geschwindigkeit vorbeibraust. Rupert Natter ist als CSU-Stadtrat im Verkehrsausschuss. Dieses Thema müsse angesprochen werden. Lösungsvorschlag. Zum einen nehmen wir da als Anregung mit, dass wir Messungen dort veranstalten, die uns einfach mal die tatsächliche Ist-Situation vor Augen führen. Zum anderen kam, glaube ich, der Gedanke auf, dass man da dann eben so ein Dialogdisplay, was ja allgemein Autofahrer rein psychologisch dazu zwingt, ihre Geschwindigkeit zu reduzieren, dass man das auch an diesem Gefahrenpunkt mal ausprobiert. Beim Feierabendseidel der CSU im Wohngebiet am Postweier wurde jedenfalls wieder einmal deutlich, dass die CSU die treibende politische Kraft in Amberg ist. Nach dem Termin sind jetzt jedenfalls die Politiker gefragt.